Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank Wemo 95N wie normal. Also normal mit einem kleinen Eisfach hier drin, nichts Spezielles. Aber wir schauen hier das Tippenschild an, das ist ein Wemo 95N KU. Was bedeutet KU? Das ist bei uns die Abkürzung für Kupplungen. Und zwar haben wir das Kühlaggregate hier lose. Das ist also lose vom Kühlschrank frei. Und wir haben hier sogenannte Schnellkupplungen, so schnell, man muss sie zusammenschrauben, vorgefüllt. Das heißt, wir können hier die Leitung, Kälteleitung hin- und Rücklauf anschließen. Und der Kühlschrank ist betriebsbereit. Auf der hinteren Seite müssen wir noch Plus und Minus fürs Licht anschließen und unten auf C und T die Thermostaten schlaufen. Wir haben hier einen Secop Danfoss Kompressor drin, BD35. Das ist der meistverbaute, nach mir, beste Kompressor auf dem Weltmarkt. Das mit Kupplungen sieht dann so aus. Wir haben hier die Leitung, Standard ist 1,5 Meter, das kriegt ihr auch länger, kein Thema, 2, 3, 10 Meter. Mit diesen Kupplungen, genau gleich, kommen aufs Aggregat und hier das Elektrische kommt, wie vorher gezeigt, auch aufs Aggregat. Der Vorteil ist, wir können so bei einem Boot durch einen Schott durchfahren oder in den Keller. Beim Boot heißt das Bilge, wo natürlich ein kühler Raum ist, wo wir die Wärme besser über das Aggregat abgeben können. Zu den Maßen von dem Kühlschrank. Der ist hinten hier abgeschrägt und hier eine Gesamthöhe von 790 und eine Tiefe von 460. Und der Schrank hat eine Breite von 485. Der Schrank, so original, wird er hauptsächlich für Knaus-Wohnmobilen eingesetzt. Aber nicht mit den Kupplungen, sondern als Standardversion. Eben, ganz einfaches Eisfach, zwei Gitterablage, zwei Auszüge für Gemüse, wir können hier noch verstellen vom Ablagefach her. Wir haben eine Innenbeleuchtung, ja, ganz ein einfaches Gerät mit den Optionen für Kupplungen, längere Leitung, Option 230 Volt. Eine Option hatten wir einen Kältespeicher drin, wenn es gewünscht wird. Wir haben das Gerät nicht am Lager, Standard. Wir fertigen das Teil so auf Maß, beziehungsweise es gibt da noch ein anderes Thema, das liegt bei Knaus, wir können das also nicht so direkt verkaufen. Aber meldet euch bei mir, wenn ihr so einen Schrank braucht. Vom Preis her, dieser Kühlschrank, Standardversion, mit dem Aggregat fest montiert, also fest angeschlossen mit 1,5 Meter Leitung, liegt Franken bzw. Euro. Und die Kupplungen, die sind sehr teuer, die liegen bei 198 Euro bzw. auch Franken. Gesamtpreis sind dann das 1038 Schweizer Franken oder Euro. Euro-Franken ist bei uns 1:1. In der Schweiz liefern wir in Schweizer Franken mit 7,7% Mehrwertsteuer. Und in Deutschland in Euro inklusive 19% Mehrwertsteuer. Weil wir jetzt eine Differenz haben vom Kurs her, sind wir zwar in Deutschland teurer, aber wir zahlen natürlich auch mehr Mehrwertsteuer. Ich verlinke euch hier oben das Video vom Standardschrank und sonst ein Video. Und klar könnt ihr mir auch ein Abo dalassen.
dann bringe ich mehr so Videos. Ob ja, und dann wünsche ich euch einen schönen Sommer.